Welche anderen Managementdisziplinen interagieren mit dem Business Management? Darüber würde ich gerne heute mit Ihnen reden. Und vor allen Dingen, was daraus dann resultiert, wie würde man Business Management bei Ihnen in den Organisationen am besten integrieren, einbauen? Und der zweite Komplex heute für die Live-Session war, dass eventuell jetzt nach 2 Wochen so Fragen aufgetaucht sind, noch Dinge zu klären sind. Und die könnte man dann im zweiten Teil klären. Jetzt würde ich erstmal auf die nächste Folie wechseln. Das heißt, vielleicht haben einige das im Forum verfolgt. Es ist natürlich eine relativ große Querschnittsdisziplin, Business Management. Deswegen habe ich nochmal ein Thema rausgegriffen, was in der letzten Zeit relativ aktuell war und recht viele Business Manager beschäftigt hat. Das war die Änderung der ISO 9001 im Release 2015. Da ist nämlich erstmalig reingekommen, dass ein systematischer Umgang mit Wissen gefordert wird. Und das ist aber relativ allgemein gehalten. Da steht also nur drin, dazu gehört das notwendige Wissen zur Durchführung der Prozesse festzuhalten, aufrechtzuerhalten und für alle Mitarbeiter verfügbar zu machen. Was das jetzt direkt für das Unternehmen bedeutet, um das entsprechend einzubinden, das ist komplett offen gelassen. Und da haben sich eben schon seit, sage ich mal, Anfang 2015 zahlreiche Leute den Kopf zerbrochen. Und dafür habe ich jetzt nur noch ein paar Links hier zusammengefügt, die man dann im Nachhinein von dieser heutigen Session dann auch das entsprechende PDF wahrscheinlich über die neuen Plattformen erhält, wo man die Links erreichen kann. Und damit komme ich eigentlich zum ersten Thema, was ich sprechen wollte. Spielt dieses Thema Wissensmanagement und Qualitätsmanagement bei Ihnen eine Rolle im Unternehmen bisher? Oder haben Sie davon von dieser ISO schon gehört und sich damit beschäftigt müssen? Also in Form von Audits, weil zertifiziert, haben wir schon oder habe ich die letzten Jahre schon festgestellt, dass vermehrt gefragt wird, hinterfragt wird, auch von der Dokumentation her, wie sind denn die Mitarbeiter ausgebildet, also ganz generell. Das ist auch schon begrüßt wird, wenn da Prozesse im Hintergrund laufen. Jetzt ist Siemens ein großer Konzern. Wir haben natürlich die entsprechenden Prozesse im Hintergrund schon da. Aber das ist schon wichtig. Also das wird mehr vom Gefühl her. Gut. Hat jemand anders schon Erfahrungen gemacht oder unter diesem Stichwort ISO 9001 darüber gestolpert, über das Thema Business Management? Also wir sind natürlich auch zertifiziert, aber ja, klar. Im Rahmen der Prozesse und Prozessbeschreibungen ist da die Thematik sicherlich auch aufgekommen und ich würde auch behaupten, dass schon bestimmte Dinge in die Wege geleitet wurden. Es ist ein relativ neues, ist eben durch die 2015, also letztes Jahr reingekommen, sodass es für die ganzen bisher schon zertifizierten Unternehmen erst bei der nächsten Überprüfung eine Rolle spielen wird. Aber wird gesagt, dass einer der spannenden Themen tatsächlich jetzt auch Wissensmanagement in Unternehmen einen höheren Stellenwert zu geben, weil diese Komponente in Qualitätsmanagement jetzt tatsächlich systematisch mit reingenommen werden muss. Und das heißt, die allgemeine Überzeugung ist, dass es dann Sinn macht, in dieses Qualitätsmanagement-Handbuch tatsächlich einen Abschnitt über sein strategisches Bewahren, Aufrechterhalten und Entwickeln von Wissen mit aufzunehmen, was früher nicht unbedingt notwendig war im Rahmen Qualitätsmanagement. Ich dachte, vielleicht sind etliche dabei, die sich schon intensiver damit beschäftigt haben, deswegen habe ich es komplett als Folie gemacht. Jetzt würde ich dann in dem Fall auf die nächste Folie wechseln. Zumindest die Frau Helf hatte sich dazu auch im Forum schon geäußert, ne? Ja, ich glaube schon. Ich habe also noch solche Sachen wie Marketing dazu gefügt, weil ich glaube, dass dort auch Business Management eine Rolle spielt, weil Marketing natürlich auch im Hinblick auf, ich nenne das mal in so ganz salopp, Event Management ist. Also es werden
Seminare angeboten, es werden externe Seminare angeboten, dann natürlich E-Learning, man lernt auch mit per Webinar für das eigene Wissen, bietet aber eben auch eigenes Wissen wieder der Menge an, damit sie lernen kann. Dazu werden bestimmte Foren gebildet, sage ich mal, und diejenigen, die dort ihre Vorträge haben, sind natürlich auch auf Business Management angewiesen. Also erstmal auf Informationsmanagement, Bibliothek, Informationsmanagement und Business Management. Dann, glaube ich, habe ich noch dazu Human Resources, also Personal. Ah, da steht hier schon, Personalmanagement, genau. Ja, das andere ist mir jetzt gerade entfallen, wenn ich irgendwas dazu gesagt habe. Genau, zu welchen Ergebnissen sind die anderen in der Runde gekommen bei den Überlegungen, zu was Wissensmanagement alles in Beziehung steht im Unternehmen? Ja, für mich ist die Liste schon jetzt relativ komplett. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, für mich so in Bereiche, in Schubladen. Ich sage, es ist also reines Produktwissen. Es ist Skills, also Fähigkeiten zu trainieren. Das ist gerade mal so aus der Trainerbrille. Und es gibt Prozesstrainings. Und das ist bei uns dann eben auch unterschiedlich organisiert im Unternehmen. Aber letztendlich deckt die Liste, die auf der Folie abgebildet ist, das alles gut mit ab. Ist der Herr Kemper noch da? Wie ist denn die Situation bei Ihnen? Ja, ich bin jetzt wieder da. Ich war kurz, musste kurz unterbrechen. Ich hatte Ihnen persönlich ja eben schon gesagt, dass ich etwas später dazu gestoßen bin und mich dementsprechend noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Und wenn ich jetzt hier von schulischer Seite sprechen kann, da ist in dem Bereich im Wissensmanagement sieht es noch sehr dürftig aus. Ein Grund mehr, mich hier mal mit so einem Thema etwas intensiver zu beschäftigen, aber bin dementsprechend halt auch, was das Management wirklich angeht, wenig vorbelastet. Andrea? Ja, wir sind natürlich zertifiziert bei der Telekom in allen möglichen Bereichen und hier diese Liste. Ich meine, das eine heißt Persona Eye Management. Ist das richtig? Oder Personalmanagement? Personalmanagement. Ah, okay. Wo finde ich jetzt wieder, dass man wirklich IT-gestützt arbeitet und die Leute da natürlich auch ein entsprechendes Wissen zu haben müssen? Also ich hatte jetzt erstmal den Vorschlag hier auf die große Auflistung von Simon genommen. Da würde ich das unter dem IT hat er gar nicht da. Der hat tatsächlich IT hier in IT hat er hier nicht mit erwähnt dazu und ich habe es auch noch nicht ergänzt, stimmt unten. Das spielt natürlich eine Rolle. Ich wollte eigentlich überleiten zu dem Thema, ganz oben habe ich das Zitat von Boris Jäger aus der Wissensmanagement-Diskussion genommen. Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt geguckt, wo es überall dazugehören könnte, um zu sagen, seine Aussage wäre falsch, müsste man eigentlich rausfinden, sehen wir Bereiche, wo Wissensmanagement keine Rolle spielt im Unternehmen. Also oben kann man das ja lesen, hier auf der Folie, dass es wohl alle Managementdisziplinen betrifft. Kann man das so stehen lassen? Also ich persönlich, Andrea hier, ich persönlich würde mich dem unbedingt anschließen. Wenn ich jetzt einfach nur mal meinen Hintergrund nehme, Compliance, alle Mitarbeiter müssen informiert sein über Regelungen im betrieblichen Ablauf. Und das ist ja Wissen, was sie haben müssen, was eventuell aufgefrischt werden muss. Ja, das heißt, das muss fließen, das Wissen. Also ich bin da ganz auf der Meinung von Andrea, in Firmen ist letztendlich keine Funktion vom Wissensmanagement ausgenommen, weil letztendlich gewisse Regelungen und Prozesse muss jeder im Unternehmen kennen und das ist eine Form von Wissen und von daher kann ich eigentlich keinen im Unternehmen davon ausnehmen, absolut nicht. Nee, das ist auch, das war auch so eine Grundeinschätzung, die ich selber etwa teile, dass an sich der intelligente Umgang mit Wissen alle Bereiche vom Unternehmen betrifft. Und ich denke mal, das wäre jetzt der Punkt, ich bin jetzt weit gegangen, jetzt müssten alle von Ihnen sehen, was heißt das für Organisationen, ne? Ist das so?
So, das also als Bild in der Mitte. Das wäre eigentlich das, was ich als Hauptthema für die heutige Diskussion mit habe. Das ist nämlich die spannende Frage, wo und wie würde man jetzt Wissensmanagement sinnvollerweise in der Organisation, im Unternehmen oder in der Schule platzieren? Also wie würde man es verankern da drin? Also von der Frau Helf weiß ich das, was in der Definition drin steht. Also das Problem, was ich sehe, ist, wenn Wissensmanagement nicht von oben gewollt ist, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, man müsste es in jedem Fall im Management irgendwo ansiedeln. Ich weiß das aus Erfahrungen aus dem mittelständischen Bereich, dass wenn sich der Eigner oder zumindest der Gesellschafter, Geschäftsführer stark macht für Wissensmanagement, dann hat das eine Chance. Also das sollte von oben institutionalisiert werden. Es muss allerdings, denke ich, auch oben gelebt werden, weil sonst wird es auch nicht funktionieren. Also es ist eine schwierige Frage, aber ich würde es auf jeden Fall in der Unternehmensleitung platzieren und auch institutionalisieren, damit es seinen Stellenwert hat. So. Hier nochmal Andrea, ich würde mich dem, was Sie gerade gesagt haben, zum einen erstmal anschließen. Also nur ich denke, wenn man das also institutionalisiert hat, dann muss man natürlich auch kontrollieren, ob es funktioniert. Also sprich, dann sind wir schon beim Qualitätsmanagement, beim Reporting und so weiter. Das heißt, ich mache das Ganze messbar. Ich würde aber tatsächlich, also irgendwann kommt ja der Punkt, dann funktioniert das alles. Ich habe Sachen implementiert, Wissen, was die Mitarbeiter oder irgendwelche Personen erlernen sollen und das mitnehmen sollen, anwenden sollen. Ich kann das auch messen, ob es wirklich gemacht ist, ob es angekommen ist, und ich kann es zukünftig immer weiter verwenden. Was ich jetzt aber möchte ist, ich muss ja dann so gesehen immer wieder auffordern, bitte, du musst dein Wissen überprüfen, ne, die einzelnen Personen, überprüfe dein Wissen wieder. Das machen die ja nicht zwingend freiwillig, das hatten sie ja schon angedeutet, es muss also mehr oder weniger von oben kommen. Und ich bin der Meinung, es gibt garantiert Möglichkeiten, so Richtung Gamification oder sowas, oder wie man es auch im Kindergarten ja teilweise macht, dass man Wissen durchaus auch spielerisch lernen kann oder die Leute motivieren kann, Wissen aufzunehmen, also sie zu motivieren, aus sich selbst heraus Wissen zu erlangen. Das würde mich also sehr, sehr reizen, das in die Richtung zu vertiefen. Wenn man sich das Video angeschaut hat von Professor Arnold und dem John Delbrecker oder wie er heißt, die ja klar sagen, Wissen nützt ja nichts, wenn ich es in die Menschen reinbringen will. Die Menschen müssen es von sich aus irgendwie holen. Jetzt ist die Frage, ob man das nicht im Rahmen der, sage ich jetzt einfach mal, Jahresqualifizierungsgespräche einbaut. Denn die haben wohl Untersuchungen gemacht, dass wenn ich das klassische Schulformlernen habe, von 8 bis 13 Uhr schaltet es ab und danach geht es wieder auf. Das heißt, das klassische Seminarinhaltslernen wäre von wenig effizient geprägt. Somit scheint mir, das, was die Professoren da gesagt haben, eigentlich auf der Basis freiwillig. Wenn wir uns jetzt hier auch anschauen, wie wir hier den Kurs machen, tun wir das auch, weil wir es freiwillig machen. Ich denke, dass keiner irgendwo da jetzt vom Management oben eine Empfehlung oder sonst was bekommen hat. Ich denke, wenn es vorgelebt wird vom Management, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, denke ich mal, hat man verloren. Ja. Ja, ich bin da auch ganz Ihrer Meinung, denn ich denke, das gibt verschiedene Wissensquellen. Es gibt einmal dieses Prozesswissen, was auch fürs Qualitätsmanagement im Unternehmen relevant ist, was bei den Audits auch relevant ist. Es gibt aber andererseits so ein Kollektivwissen in jedem Unternehmen und das kommt aus den Reihen aller Mitarbeiter und ich brauche letztendlich einen Rahmen, der es mir ermöglicht, dieses Kollektivwissen für alle zugänglich zu machen, damit dann, wenn die Bereitschaft da ist, sich das abzuholen, das auch funktioniert. Ich kann das nicht so statisch sehen. Von daher war der erste Ansatz, den ich hatte, dass die Art des Wissens vielleicht ein bisschen zu unterscheiden und dann auch zu überlegen, welche Art des Wissens
Wissensmanagements ist zu welcher Art des Wissens geeignet. Das wäre für mich eher so ein geeigneter Ansatz für die Praxis. Also mehrere Medien, eine Datenbank, ein Helpdesk. Ja. Mhm. Ich brauche das Top-Down für gewisse Dinge. Ja. Das ist eben einfach so ein prozessgesteuerten Unternehmen, das ist richtig. Aber ich muss auch darüber hinaus freiwilliges Lernen irgendwie ermöglichen, absolut. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Ja, das war das, was ich auch meinte. Mhm. Wenn ich jetzt sage, dass Wissensmanagement ein Thema in allen Teilbereichen ist, dann ist er also, das ist also ein Querschnittsthema, ist, wie wir auf der vorigen Folie diskutiert haben. Dann ist ja die Frage, wie positioniere ich das jetzt im Unternehmen? Ist es sowas wie Qualitätsmanagement? Also tatsächlich so eine Stabsstelle, die sich jetzt um Wissensmanagement kümmern sollte und die dafür zuständig ist, das praktisch in alle Abteilungen überall hin zu transportieren und dort dann das zu leben, dass die Kultur möglichst so entwickelt wird oder die bestehende Kultur so genutzt wird, dass die Mitarbeiter bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Aber sollte es zentral geregelt werden und dass tatsächlich so eine Position wie Qualitätsmanagement bekommen? Oder was ich auf der Folie gemeint hatte, sollte es Teil vom Qualitätsmanagement werden, wenn ich es in der ISO sowieso berücksichtigen muss? Wird es eher in der Stabsstelle bei der Personalentwicklung angesiedelt werden? Oder weil vieles mit IT gemacht hat bei der IT? Oder würde man sagen, man arbeitet mit einem dezentralen Netzwerk? Das heißt, in jedem Bereich gibt es Ansprechpartner und wir haben bloß noch nur einen Netzwerkkoordinator im Unternehmen, der praktisch dieses Netzwerk koordiniert, dass die sich austauschen, was sie für Maßnahmen zur Wissensweitergabe im Unternehmen realisieren wollen, arbeiten sonst in ihren Abteilungen vor Ort. Ich würde das abhängig machen von der Größe des Unternehmens und dem Aufwand, das in spezielle Teilbereiche und Abteilungen zu implementieren. Weil ein Konzern hat sicherlich die genügenden Ressourcen, eine eigene Abteilung zu gründen, aber ein Mittelständler vielleicht nicht oder ein Betrieb mit 20 Mitarbeitern, die spezialisiert sind, denke ich mal, macht jeder irgendwie in Anführungszeichen, also von der Improvisation zur Organisation. Aber da möchte ich gerne einhaken. Ich habe eigentlich auch immer gedacht, man muss in großen Dimensionen denken. Also grundsätzlich diese Dezentralisierung ist der in meinen Augen optimale Ansatz, ein Expertennetzwerk. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, egal wie groß ein Unternehmen ist, im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass ein kleineres Unternehmen das eher kann, weil um ein Netzwerk aufzubauen, muss ich nicht zwingend elektronische Medien haben, die das unterstützen. Ich kann mich ja auch so treffen. Ich kann mich beim Kaffee austauschen, beim Bier, was weiß ich. Also ich denke, dieses Netzwerken, das muss einfach gewollt sein. Es geht darum, dass Wissen kein nicht als Machtinstrument benutzt wird, sondern dass es geteilt wird. Und in dem Augenblick, denke ich, ist eine Kultur aufgesetzt, egal wie groß das Unternehmen ist, mit der man durch dieses Wissen teilen eben wesentlich mehr Wissen gewinnen kann auch. Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Ich glaube aber dennoch, dass es oben in der Unternehmensleitung jemanden gibt, der, nennen wir ihn einen Paten, ja. Der Pate ist und die Geschichte im Prinzip auch in die, sagen wir, Strategie des Unternehmens einspringt. Also so aus meiner Erfahrung ist das so, dass strategische Fragen unter den in der Leitung besprochen werden. Die werden auch nicht immer unbedingt nach unten gebrochen, nenne ich das jetzt mal. Also würde ich dort einen Paten ansetzen, institutionalisieren, der dann im Prinzip die Experten in irgendeiner Weise unterstützt. Ich denke, dass die schon unabhängig sein sollten, diese Experten, aber die brauchen die Unterstützung von oben. Und in Bezug auf die Kultur, genau das ist das Problem. Das Unternehmen muss so strukturiert sein, dass eben die Kultur auch gelebt werden kann. Wenn es darauf ausgerichtet ist, einen Haufen Einzelkämpfer zu produzieren, die auch für sich selbst wettbewerbsfähig sein müssen, dann wird das schwierig werden. Also das ist so meine kleine Erfahrung, die ich bisher gewinnen konnte. Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
Das, ja, die Erfahrung haben wir halt auch gemacht. Das ist nicht leicht. Ja, Paten ist eine fantastische Idee, auch alleine der Begriff schon. Halt jemand, der bereit ist, das zu diskutieren. Also nicht jede Mitarbeiteridee, die aus irgendwelchen Wissen sprießt, ist ja auch gut fürs Unternehmen. Und das muss ja jemand mit beurteilen können. Außerdem, ja, man braucht einen Paten, der das Ganze begleitet. Das ist ja unbedingt. Gut. Also ich höre bisher raus, also dass es auf jeden Fall von der Unternehmensführung gelebt oder als Pate komplett unterstützt werden muss, damit das Ganze erfolgreich ist. Das wäre jetzt erstmal so eine einheitliche Meinung. Ich würde das Oder weglassen. Genau. Ich würde das Oder weglassen. Und ich fand diesen Satz sehr wichtig, die Kultur des Teilens von Wissen. Weil ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel dazu ist. Ja. Gut. Ich wollte dann noch eventuell ein Experiment machen. Mit unseren wenigen Teilnehmern geht das vielleicht, funktioniert das sogar, sonst hätte man eins dann raussuchen müssen. Wenn Sie jetzt das Wissensmanagement bei sich im Unternehmen implementieren sollten, wie würden Sie das organisatorisch jetzt bei sich verankert wissen wollen? Wie würden Sie das bei sich jetzt sinnvollerweise für Ihr Unternehmen so aus dem jetzigen Gefühl machen wollen? Wo würden Sie es ansiedeln? Wer hat eine Idee? Also das ist gar nicht so einfach. Grundsätzlich müsste das ja wieder von oben kommen, ne? Also es muss ja erstmal überhaupt gewollt sein. Das heißt, dazu muss es von oben her eine Entscheidung geben, die nicht zwingend im ganzen Unternehmen gleichzeitig angenommen wird. Es gibt bestimmt Befindlichkeiten. Nicht jeder Mitarbeiter möchte das haben, ähnlich wie auch in der Schule. Nicht jeder Schüler ist begeistert, wenn er gesagt kriegt, du sollst jetzt Latein lernen. Ich würde meinen, dass man so eine Art Top-Down-Bottom-Up-Approach macht. Also dass man den Leuten das Angebot macht von oben und ihnen Raum zum Spielen lässt, um das eben mal auszuprobieren. Und das wieder, ich würde das auch gerne im Großen, kostet das eine Stange Geld, im Kleinen kann man das vielleicht tatsächlich mit einem einfachen, lockeren Abendessen mal versuchen hinzukriegen, wo vielleicht sogar jeder selber was mitbringt. Ich würde mich fragen im Unternehmen, wie kommt es denn dazu, dass wir überhaupt über Wissensmanagement nachdenken müssen? Denn es scheint ja in irgendeiner Form ein Defizit zu geben, sodass auf welcher Ebene der Mitarbeiterschaft auch immer irgendein Wissensbedarf besteht. Und ich glaube, da würde ich vielleicht versuchen anzusetzen, dass man prüft, wer braucht das Wissen, warum brauchen wir überhaupt die Erkenntnis, dass wir mehr Wissen in die Mitarbeiter investieren, hineinbringen sollen oder müssen. Und dann würde ich die Struktur dieser Zielgruppe analysieren und daraufhin ein eigenes, ich sage jetzt mal großkotzig, pädagogisches Konzept entwickeln. Weil wenn ich jetzt die Menschen an der Maschine schulen muss, weil keine Ahnung, in der Ausbildung, was man leider oft hört, zu wenig Theoriewissen über gewisse Dinge entstanden ist und das jetzt im Unternehmen sich dann darstellt, dann habe ich da eine andere Qualitätsmangel, als wenn der Umsatz nicht stimmt, weil die Vertriebsleute nicht motiviert sind oder immer 6 Wochen auf die Reisekosten warten müssen und dann unzufrieden sind oder im Management ein Strategieproblem besteht, weil die Produktlinie einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich denke mal, so würde ich es erstmal versuchen rauszufinden. Wer ist die Zielgruppe fürs Wissensmanagement? Vielleicht habe ich ja 3, 4 oder 5 verschiedene Zielgruppen im Unternehmen. Mhm. Yeah. Ja. Also wenn ich so an unser Unternehmen denke, ist es im Prinzip schon richtig, dass es einmal top-down und dann bottom-up laufen soll. Denkbar, dass man sagt, okay, ich habe über die einheitliche Zielvorgabe der Firma über ein Jahr, also die Jahreszielvorgaben, eine Aufgabe, so ein Wissensmanagement aufzubauen. Das wird ja runtergebrochen auf die Untereinheiten so einer Firma. Und im idealen Fall, wenn man das aktiv und lebhaft daran lebt, dann kommen letztendlich in der untersten Ebene auch von den Mitarbeitern selber Vorschläge erstmal A,
wo sind Wissensdefizite, weil da bin ich absolut der Meinung vom Patrick Marksteiner, das muss ja auch von den Leuten kommen, das Verständnis muss da sein, hier sind Lücken und die Motivation muss eben aus der Mitarbeiterschaft kommen, die zu füllen. Und da gibt es mit Sicherheit dann auch die entsprechenden Ideen, wie so ein Wissensmanagement für die verschiedenen Einzelbereiche auch in einem großen Unternehmen aufzubauen ist. Die Rahmenbedingungen müssen dann wiederum doch wieder von der Geschäftsleitung geschaffen werden. Von daher ist es ein Dialog. Sogar so eine Zielvereinbarung oder so ein Jahresprojekt. Und eventuell gibt es in anderen Firmen eben auch andere Werkzeuge, wie man sowas dann institutionalisieren kann. Kann man das über einen definierten Zeitraum sicherlich implementieren. Gut. Ich wollte noch wegen ein was ganz kurz unterbrechen. Jeder hat ja neben seinem Namen hier im WebEx, also außer vielleicht beim Telefon, da merkt man es vielleicht auch, hat er dieses Mikrofon, wo er ausschalten kann. Wenn also bei jemandem ganz starke Hintergrundgeräusche gerade sind, dann einfach mal kurz auf das Mikro klicken, dass man diesen Ton nicht in die gesamte Konferenz bekommt. Weil ich kann das schlecht feststellen, wen ich denn jetzt leise schalten müsste, um die Hintergrundgeräusche auszuschalten. Wir waren jetzt so weit, dass es die beiden Möglichkeiten gibt, entweder ich gehe top-down rein oder dass das Problem auftritt, dass Probleme in einzelnen Abteilungen, einzelnen Bereichen zu einzelnen Thematiken auftreten und ich aus diesen Insellösungen eventuell an mehreren Stellen im Unternehmen anfange, Problemlösungen für diese Insellösungen zu finden. Wenn das jetzt eine Weile stattgefunden hat, hätte ich ja über die Insellösung jetzt schon mal Ansprechpartner in unterschiedlichen dieser verschiedenen, also Unternehmensbereiche oder Managementbereiche. Und dann stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage, wer in welcher Position kümmert sich denn generell jetzt um dieses Thema Wissensmanagement, also wo diese ganzen Lösungen unter diesem Schlagwort gebündelt werden. Oder man sagt, es gibt keine Bündelung unter dem Schlagwort, sondern jeder Bereich betreibt Wissensmanagement separat für sich selber, weil das eine Teilaufgabe von jedem Verantwortungsbereich wird. Ich glaube, das ist so eine ganz starke Kommt-drauf-an-Frage. Ja. Weil ich denke, in einem Großkonzern mit 180.000 Mitarbeitern kann man das sicherlich anders machen als in einem Unternehmen mit 50 Personen. Mhm. Ich denke, dass man das auch gemischt machen kann. Also was man in Abteilungen zum Beispiel zentral vielleicht managen kann, muss dann halt über das Unternehmen, also abteilungsübergreifend vielleicht dezentral gemacht werden oder umgekehrt. Also vielleicht wäre die Aufgabe top-down eben die Infrastruktur dafür zu schaffen und dezentral das eben die Mitarbeiter so anzuregen oder das zu tun. Vielleicht sollte man auch erstmal prüfen, was es schon gibt. Also ich mache immer gerne Sachen an Beispielen fest. Wenn ich mir mal vorstelle, ich habe jetzt hier so ein Handwerksunternehmen, sagen wir mal, oder einen kleinen produzierenden Betrieb, der seine Verwaltung hat und seine Produktionsstätten. Was Ihnen allen gleich ist, wäre beispielsweise Sicherheit am Arbeitsplatz. Das heißt, das ist Wissen, was jeder haben muss. Das heißt darüber, dass, was bisher auch immer vermittelt wurde und dass man eben damit schon mal anfangen kann, auszuprobieren und zu spielen und dann eben mit diesem einen zentralen Element davon ausgehend sagen kann, was für Wissen habt ihr denn in euren Bereichen, wo ihr meint, das speziell für eure Bereiche aufbereitet und verteilt werden müsste. Ja, irgendwie so, dass man da dann so eine Mischung macht, damit das langsam wachsen kann. Weil das ist ja, ich bin der Meinung, es ist eine relative große kulturelle Veränderung im Verhältnis zu dem, wie Unternehmen bisher geführt worden sind, die ja doch ausschließlich hierarchisch geführt wurden im Allgemeinen. Und das hier ist ja jetzt dann ein ganz anderer Denkansatz, wenn plötzlich die Mitarbeiter kommen können und sagen können, ich habe da eine Idee und wir sollten das so und so machen und ja, und dann eventuell sogar dafür eingebunden werden kann, wenn ich sogar dafür verantwortlich werden kann. Ne? Also ich würde im Unternehmen einen zentralen Ansprechpartner machen, der das wie eine Art Projektkoordinator als Sammelbecken
auftritt. Und da würde ich, je kleiner der Betrieb ist, den nehmen, von dem man glaubt, dass er daran am meisten, ich sage jetzt bewusst, Spaß hat. Oder man nimmt in größeren Unternehmen vielleicht auch Studenten oder Menschen, die dann Projekt draus machen wollen. Einfach um durch das Spielerische, das Wort Gamification ist vorher gefallen, das Spielerische, die Motivation hochzuhalten und den Menschen die Zeit zu lassen, sich dem Thema langsam anzunähern und nicht den Gruppendruck zu haben, wenn man von oben jetzt sagt, jede Abteilung, jedes Team, je nach Größe bekommt jetzt ein Business Management Therapie verpasst. Einmal die Woche gibt es 2 Stunden Feedback und dann kann man klar sagen, man spricht über Arbeitssicherheit, was theoretisch Grundlagen sind, oder man spricht eben über auch die anderen Dinge. So dass es einen Verantwortlichen gibt, der dann daraus seine Erfahrungen schreibt und die dann nach und nach in Verbindung mit der Geschäftsleitung und den Teamleitern erklärt und die Ergebnisse präsentiert, um daraus dann die Intensität der weiteren Vorgehensweise abzustimmen. Also ich habe aus so einer ganz kleinen Erfahrung mit einem Arbeitskreis Wissensmanagement im Kreis Main-Koblenz die Erfahrung mitgenommen, dass man eben auch scheitern darf. Also es gibt viele Ansätze, wo man, egal wie, ob von oben nach unten oder innerhalb einer kleinen Gruppe, wo man ein bestimmtes, wo man identifiziert hat, wo könnte man jetzt Wissensmanagement anwenden oder im Rahmen des Wissensmanagements tätig werden, dass man dort Menschen herausgeguckt hat und hat gesagt, also diese Zielgruppe, die ist jetzt prädestiniert dafür. Zum Beispiel führen unsere Trainees, Azubis ein Wiki, prima. Aber das ist gescheitert, weil es hat sich nachher keiner mehr darum gekümmert. Also auf jeden Fall muss es jemanden geben, der kanalisiert, weil die Bemühungen sonst vielleicht ins Leere laufen. Und ich denke, ist, glaube ich, eine Dame von der Telekom dabei. Die Telekom macht ja, soviel ich weiß, auch ganz viel mit Social Media. Das ist so. Also wir sind da ziemlich weit, aber das ist halt ein Medium. Ja, da weiß ich jetzt wirklich nicht, wie das für ein kleineres Unternehmen finanzierbar wäre. Also genau. Ja, wir haben auch unsere Fehler erlaubt, aber ich kann mir schon vorstellen, lange zum Experimentieren hat ein kleiner mittelständischer lange Zeit zum Experimentieren kann sich ein kleiner mittelständischer Betrieb gar nicht leisten. Bei denen, also, nein, die haben ja ihre Ziele. Ich denke, es muss genau identifiziert sein, wo setzen wir an und dann muss man es organisieren. Also man kann es nicht laufen lassen. Also ich finde, das mit dem Spielerischen, das war ich so ein wenig zu bezweifeln, ob das funktioniert. Ich bin der Meinung, wie man es implementiert oder wie es gegebenenfalls beim Kleinbetrieb von einem externen Berater dann auch wirklich durchgeführt wird, mit dem Risiko, dass man dann nach einer gewissen Zeit das Projekt einschläft. Aber die Moderation sollte schon professionell sein, also von Menschen, die mit so einer Gruppe, die neuem vielleicht erstmal nicht so offen sind, gegenüber umgehen kann und das dann wirklich moderiert oder gar coacht, bis man merkt, okay, es wird fruchten oder es wird nicht fruchten. Also nur so freiwillige AG-Stimmung wie die Theater-AG in der Schule, da gebe ich Ihnen recht, so war das nicht gemeint. Es muss professionell moderiert werden, mit allen psychologischen und didaktischen Mitteln. Es ist ja durchaus möglich, dass solches Wissen vorhanden ist. Das muss man halt erstmal rauskriegen. Und sonst muss es tatsächlich eingekauft werden. Also ganz unmoderiert funktioniert auch die Theater-AG, die Freiwillige, nicht. Da muss einer sein, der dafür brennt. Ja, stimmt. Also es muss jemand dabei sein, der dafür brennt, der sich für dieses Thema begeistert und das wirklich implementieren will. Sonst kann das, egal wie man es angeht, nicht funktionieren. Also ich habe mal in der Folie versucht, das zusammenzufassen. In dem Wort, es wird also ein Kümmerer gebraucht, das auf jeden Fall für das Thema. Ja, ist das? Ja. Also einer, der sich darum kümmert, der sich dafür einsetzt, brennt und das quasi im Auge behält und dessen Baby das Ganze ist.
Ja, und dieser Kümmerer muss auch ein entsprechendes Sachwissen für sich erwerben, weil es gibt da, denke ich, ganz viele. Es ist das Projektmanagement, es ist in dem Moment Change Management, es ist sicherlich auch, dass man die Idee bekommt, was habe ich denn für Möglichkeiten, das heißt, nutze ich elektronische Medien, das ist ja wirklich abhängig von der Größe, auch vom Zielpublikum, nutze ich das Gespräch, was auch immer. Und ich denke, der muss auch didaktisch dann einen gewissen Hintergrund mit haben, zumindest ein gewisses Basiswissen sich erwerben über diese ganze Geschichte. Kümmerer, ja, auf jeden Fall. Aber Kümmerer klingt mir zu sehr nach Krankenschwester. Das muss schon ein Manager-Typ sein. Also Kümmerer finde ich gut als Bild, aber von der Definition der Kompetenz wäre es mir zu schwach, ohne dass ich jetzt hier Korinthen kacken will. Also der Begriff Kümmerer ist insofern, finde ich, den ganz gut. Wir haben also auch früher bei uns hier in der Telekom mit diesem Begriff ganz gerne gearbeitet, schon mal, wenn wir nicht wussten, was brauchen wir eigentlich. Also immer, wenn irgendwo was Neues aufgesetzt wurde und jemand hat sich dafür begeistert und hat also nicht so sehr auf Geld geguckt und auf Zieleerreichung, sondern wie funktioniert das überhaupt, wie kriege ich das ins Unternehmen rein, das war dann der Kümmerer und irgendwann hat das natürlich einen Namen gekriegt, das Ganze, ja, und dann stand auch irgendwann ein Jobprofil dafür fest. Aber zuerst, denke ich, ist der Begriff Kümmerer, wenn noch nicht feststeht, was es genau beinhalten soll, finde ich den nicht gut. Der braucht sowieso Unterstützung, alleine schafft er das auch nicht. Und was ich ganz gerne noch sagen wollte eben ist, vielleicht kann man ja hingehen, wir hatten ja festgestellt, kleine Betriebe können dafür nicht irgendwie so unbegrenzt Ressourcen freisetzen, dass da jeder rumspielen kann, dann wird, also so nach dem Motto, die Kaffeeküche wird zum Arbeitsplatz. Man kann aber theoretisch hingehen, dass man eben einen Teil seiner Zeit darauf verwenden darf. Na, also was weiß ich, um seine Ziele im Job zu erreichen, 80%, so in der Richtung. Und 20% kriegst du für dich darum zu kümmern. Und wenn die Leute für diese 20% brennen, dann machen die freiwillig auch mehr. Ich möchte jetzt noch hier kurz unterbrechen. Ich habe gerade im Chat jetzt die Frage gekriegt, was ist mit dieser Bezeichnung Champion oder Advokat? Und dann würde ich noch hier, also das würde ich noch ganz kurz diese Frage in den Raum stellen. Ich glaube von Frau Bernstein ist das gekommen gerade. Ich fände es sehr gut, wenn man wirklich verschiedene Bezeichnungen einbringt, weil ich glaube, dass Worte je nach Betrachtungsweise sehr subjektiv, positiv oder negativ besetzt sind. Von daher, ja, Kümmerer, für mich ist es ein Projektmanager. Das ist dann wieder sehr technisch, aber kommt beim einen oder anderen vielleicht vom Verständnis auch wieder an. Also, es ist nämlich, also mir gefallen sie eigentlich alle. Sie sagen in allen drei Richtungen das Richtige aus. Ich glaube aber, dass der persönliche Interpretationsspielraum doch breit ist und dann würde ich wirklich lieber mehr Worte verwenden, um klarzumachen, was wir damit meinen, als jetzt nur einen einzigen Begriff per Das klingt sehr gut. Vor allen Dingen ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, in dem einen Unternehmen mag der Kümmerer der Richtige sein, von der Namensgebung her, vom persönlichen Empfinden, von der Aufnahme der Mitarbeiter her. Woanders ist vielleicht der Champion Design. So. Ja, genau. Gut. Also das heißt, das wäre individuell im Unternehmen, je nachdem wie die Worte belegt sind, wo man Einigkeit erzielen kann, so wird die Bezeichnung ablaufen. Ich wollte noch einmal zum Kernthema zurückkommen. Ich meine, irgendwo kommen jetzt Nebengeräusche her. Ja, ist gut. Wenn jetzt das Unternehmen erkannt hat, okay, es muss sich längerfristig mit dem Thema Business Management beschäftigen und ich gebe einem jetzt entweder Vollzeit oder Teilzeit die Aufgabe, sich darum zu kümmern, das zu organisieren. Entweder als Stabsstelle oder auch als normale Mitarbeiterstelle. Wo würde das angesiedelt werden? Würde das ein Extrabereich Wissensmanagement sein? Würde man das zum Qualitätsmanagement stecken, mit zur Personalentwicklung? Oder wie würden Sie diese Position im Unternehmen sehen? Ich würde es von der Größe abhängig machen, wegen den Ressourcen und den Kosten. Also ganz ehrlich, ich würde das keinem Bereich irgendwie zuordnen wollen, weil wenn wir ja eins durch das Wissensmanagement
ja auch erreichen wollen, dann ist das, dass eben genau das so ein bisschen aufgelöst wird, nämlich erst irgendwelche bestimmten Hierarchien immer durchlaufen zu müssen, um Entscheidungen treffen zu können. Deshalb bin ich der Meinung, das sollte irgendwie als Projekt aufgesetzt werden, weil es ist ja eh nicht geklärt, ob es klappt. Das muss ja jedes Unternehmen für sich selber erstmal rauskriegen. Und deshalb würde ich das als eigenständiges Projekt der Unternehmensführung direkt unterhalb der Unternehmensführung ansiedeln. Ja, sehe ich ganz genau. Somit hätten die den direkten Draht. Ja, also bei so Großunternehmen. Wer wäre für die Startstelle für Wissensmanagement? Der möge mal die Hand heben. Es gibt also dieses Handhebezeichen hier unten unter den, ja genau, der Herr Marksteiner hat es schon gefunden. Ich will es mal auch. Und so könnten wir jetzt abstimmen, wer ist dafür, dass es eine Startstelle speziell für Wissensmanagement, für dieses Wissensmanagement-Projekt sein sollte. Ich würde noch mal die Gegenfrage stellen, da kann jeder seine Hand wegnehmen, ist, wer wird es beim Qualitätsmanagement angesiedelt sehen? Und wer wird es im Bereich Personalentwicklung angesiedelt sehen? Gut, dann sind wir also... Einheitlich sollte es eine Stabsstelle oder eine Stabsaufgabe oder Stabsprojekt zum Thema Wissensmanagement sein, um Fokus hinzubekommen. Ich denke mal, wir haben uns jetzt relativ lange darüber unterhalten. Wir hatten in der Agenda noch einen Punkt gehabt, so allgemeine Fragen. Also es sind ja jetzt zwei Wochen beim Wissensmanagement MOOC dabei und vielleicht gibt es noch Dinge, die Sie jetzt mal direkt fragen wollen. So entweder zu den Begriffen, Definitionen, zur Komplexaufgabe oder zu irgendeinem Thema, wo Sie auch einen kurzen Input von den Teilnehmern haben möchten. Gibt es da was? Ich komme nicht wirklich mit der Menge. Also mit dem Lesestoff käme ich klar, wenn ich alle Links lese, finde ich spannend. Ich weiß jetzt aber nicht, worauf ich mich konzentrieren soll, in Bezug auf diese kleine Abschlussprüfung oder in Bezug auf das, wie ich das jetzt am besten umsetzen soll. Also eine Lerngruppe fände ich cool, wo man sagt, gut, wer macht was, wie habt ihr das in eurem Unternehmen, in welchem Erfolg schon gemacht? Denn da bin ich jetzt noch ein bisschen wie so ein Schriftsteller in der Stoffsammlung und habe 25 Kisten Papier. Gut, vielleicht kann ich Obwohl das kurz... Die Gliederung und das Curriculum gut ist, aber so von der Menge, die mir da angeboten wird, habe ich noch nicht so den Überblick. Gut, also wir haben uns überlegt, Gabriele und ich, dass wir versuchen, in jeder Woche bei den Inhalten, die wir vorschlagen, das heißt, die praktisch von der Lektion enthalten sind, das hier so zu planen, dass wir die Inhalte, die wir vorschlagen, in ungefähr einer Stunde bis anderthalb Stunde sich anschauen kann oder durchlesen. Dazu käme jetzt ungefähr die eine Stunde Live-Session und eine Stunde Beschäftigung mit der Aufgabe von der Woche. Was bekannt ist, ist, dass wenn man sich in diesen Diskussionsforen verzettelt und dort die ganzen Links, wenn man sich da rein vertieft und den ganzen Links folgt, dass man dann ganz schnell auf deutlich mehr kommt. Das heißt, wenn Sie die Prüfung erwähnen, wir werden uns mit Gabriele auf das konzentrieren, wenn Sie die mündliche Prüfung dort machen wollen, mit dem richtigen GFM-Zertifikat, dann werden wir uns auf das konzentrieren, was wir als Inhalt vorgeschlagen haben, was also auf dieser Seite steht. Von der Frau Professor X, die hat 170 Seiten und dann noch die ganzen Definitionen und Glossare, da wusste ich jetzt, okay, gut. Nee, also Gabriele hat versucht, okay. Ich schalte mal ganz kurz rüber auf Teilen Bildschirm. Kann man die Webbrowser? Und in meinem Webbrowser müsste man jetzt den Kurs sehen. Und ich gehe mal auf die Lektion 1 nochmal hier drüber. Ja. Sie könnten den eventuell sehen. Ja. Ja. Sehr gut zu sehen. Danke. Und wenn man jetzt zum Beispiel das sind die Lernziele und man sieht jetzt den entsprechenden empfohlenen Inhalt, das ist der von Warum Wissensmanagement. Wenn ich jetzt da drauf klicke, Und hier steht das erste Kapitel in dem Studientext.
Das heißt, in dem Fall schlägt Gabriele vor, sich von diesen ganzen Dokumenten nur das erste Kapitel vor, durchzulesen. Das kommt auch bei mir oder bei europäischen Leitfaden zur guten Praxis auf diese, nur die Seiten 8 bis 9. Das heißt, das ist die Idee von uns, dass wenn wir auf Dokumente verweisen, die sehr lang sind, die groß sind, auch sehr lange Videos, dass wir mit angeben, als Tipp, von welcher Minute bis zu welcher soll man sich das anschauen oder welche Seiten soll man lesen. Damit man gerade nicht... Okay, da habe ich mich dann ein bisschen verlesen, weil es, ja, es ist doch so spannend, dass man ein bisschen mehr liest, aber dann ist man auch ruckzuck in der Zeit weg. Okay, dann hat also das ist der Gedanke. Okay, nee, sehr gut, so, vielen Dank. Und wir wissen natürlich, dass das ein Problem ist, sich hier nicht zu verlieren in den Diskussionsforen. Da kann man bloß ein paar Tipps geben, im schlimmsten Fall halt tatsächlich einen Wecker stellen. Okay. Wenn man dort reinkommt, da sind manchmal ganz interessante Dinge dabei, die man empfohlen kriegt, oder sehr interessante Dinge, und das geht auch mir so, wenn da ein guter Tipp ist, dann gucke ich da drauf und dann ist ganz schnell mal eine Stunde weg. Ja, im Business-Management hat man versagt, ja. Ja genau, das hat mit dem persönlichen Business-Management zu tun. Und man muss halt die Prioritäten einschätzen, wie wichtig es ist. Aber das ist genau ein wichtiger Punkt, zu gucken, wie das ist. Wir gehen davon aus, dass die Inhalte, so wie wir sie empfohlen sind, danach fragt man dann. Wenn man dann in dem münchenischen Gespräch irgendwo anders in die Tiefe kommt, ist das in Ordnung. Also es geht nicht darum, jetzt zu gucken, dass sie ganz genau alles gelernt haben, was wir gesagt haben, sondern dass sie sich einfach jetzt ein eigenes Bild gemacht haben zum Thema Wissensmanagement. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen zu nennen, die offen sind? Also diese Frage nach den Lerngruppen finde ich noch ganz spannend. Ja, genau. So wirklich, wie bilde ich die denn? Sie können zum Beispiel sagen, in Ordnung, das würde ich auch posten, wenn Sie sagen, Sie würden sich gerne mit hier 3, 4 Leuten aus Ihrer Region treffen wollen dafür und sagen, welche Region sie sind, dass sie sich kümmern, dann würden sie einfach ins allgemeine Diskussionsforum reinschreiben, ich würde gern bei mir in der Region eine Lerngruppe bilden und dann schicke ich das auch in der Nachricht mit rum, in dieser Nachricht von der Woche, dass es genau diese Anfrage gibt und dass alle die, die dort mitmachen wollten, würden und mitkommen täten, dort mal eine Antwort mit reinschreiben, so nach dem Motto, ich bin dabei, damit sie ein Gefühl haben, ob da 3, 4 Leute zusammenkommen. Also sie würden reinschreiben, okay, ich würde gerne eine Landgruppe bei mir machen. Also ich habe ja hier einen, ich habe ja einen in Chemnitz und ich würde das dann in die Reihe der gesamten Teilnehmer mitposten in dieser wöchentlichen Nachricht, mit der Bitte, dass die, die Interesse haben, bei Ihnen mitzumachen, sich dort auch als Antwort eintragen oder melden. Mhm. Und dann können Sie einfach einen Termin, wenn sich ein paar Leute gefunden haben und Sie legen einen Termin fest, dann schicke ich den Termin mit rum und trage den Lerngruppentreff auch entsprechend in der Woche mit ein oder in dem Modul, sodass dort auch steht, dort trifft sich Sie und die Lerngruppe. Also ich komme beispielsweise aus Frankfurt, das heißt, jetzt könnte man sagen, wer kommt aus Frankfurt und von den Teilnehmern von den 7, aber es sind glaube ich noch sehr viel mehr, und das würden Sie dann vermitteln. Ja genau, Sie würden also ins allgemeine Diskussionsforum einfach kurz reinschreiben, okay. Ich würde gerne eine Lerngruppe machen, der im Ruhrgebiet hat der Oliver Fleischmann gesagt, er würde gerne eine machen, da haben sich bisher noch wenig Interessenten gefunden. Wenn Sie sagen, Sie wollen in Frankfurt eine machen, schreiben Sie es rein und ich kommuniziere es mit. Und dann können Sie sagen, wenn sich 2, 3 Interessenten gefunden haben, dann kommt vielleicht noch mehr. Sie schlagen einen Termin vor und den würde ich dann kommunizieren. Okay. Das aber das Gespräch scheint nicht. Hm? Ich habe die Frage gerade. Nochmal. Was ist mit einer Diaspora wie der Raum Koblenz? Soll man da nicht vielleicht mal schauen, was Diaspora in dem Augenblick bedeutet? Weil ich habe, Andrea hier, ne? Ich habe geschaut, ich stehe beispielsweise gar nicht, bin ich auf der Karte drauf, obwohl ich meinen Ort angegeben habe. Entweder habe ich irgendwas nicht richtig verstanden, weil Saffig, das bist ja wahrscheinlich du, ne? Genau, das bin ich. Ja. Und Dernbach ist halt gar nicht drin. Weiß ich nicht wieso. Aber obwohl Dernbach das
Klingt nah, ne? Ja, ist auch nah. Ist nicht weit weg von Saffig, so gesehen. Genau. Aber mehr sind da, dann müsste man höchstens, also wir könnten höchstens dann auch sagen, wie weiten das in Richtung Bonn aus, weil in Bonn sind, glaube ich, auch nochmal zwei gelistet in diesem Teil. Das muss man halt gucken, weil ich weiß ja auch nicht, was die Leute angeben, ihren Wohnort oder ihren Arbeitsort, ne? Also das beste Vorgehen ist wirklich zu sagen, in Ordnung, wenn man in seiner Region jetzt gerne eine Lerngruppe hätte, dass man dann sagt, ich würde gerne eine Lerngruppe machen, wer wäre in meiner Region mit dabei? Ich kommuniziere das mit, diese Anfragen, und dann können sich ein, zwei Leute melden. Und dann kann man offiziell festlegen, wo trifft man sich denn dann? Trifft man sich bei jemandem zu Hause, an der Uni, in der Firma, in der Gaststätte oder was, in einem Raum? Das kann man da dann erst einen Termin vorschlagen, und wenn sich die Gruppe einmal getroffen hat, ist es dann sowieso einfacher, sich da abzustimmen. So, aber erstmal braucht man denjenigen, der sagt, okay, ich würde mich um eine Lerngruppe hier in unserer Region jetzt erstmal kümmern und hätte Interesse daran. Wer macht in meiner Region mit? Und das einfach reinschreiben, und dann kommuniziere ich das mit. Ja. Okay. Gut. So, noch weitere Fragen? Falls das nicht der Fall ist, wir sind jetzt schon bei 17.20 Uhr, also 5 Minuten länger als geplant, würde ich die Live-Session für heute beenden. Ich hoffe, sie hat den Teilnehmern etwas gebracht, und ich bedanke mich erstmal bei allen, die dabei waren, und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank. Jawohl, danke, Ihnen auch. Herzlichen Dank. Danke. So, danke. Tschüss, schönen Abend allerseits. Tschüss. Hm? Jo. Ciao. Tschüss.